dann zu einem neuen Video. Entschuldigung. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Top 5 Video. Ich habe euch mal meine Top 5 Tipps zusammengetragen, um ein Pferd leichter an den Schenkel, vor den Schenkel, vor die Hilfen, an die Hilfen zu bekommen. Gerade mit Castor war das ja auch in der ersten Zeit wirklich ein Problem, weil wir in der Kommunikation auch nicht so ganz zueinander gepasst haben und uns erstmal richtig kennenlernen mussten. Aber das hat mir eben auch wieder gezeigt, und auch wenn ich hier so bei den Lehrgängen die anderen Reiter sehe, dass da viele Grundlagen, glaube ich, nochmal gut zusammengefasst werden können. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß. Zuallererst muss man sich immer wieder in den Kopf rufen, wir wollen ja mit Impulsen und so leicht wie möglich reiten, arbeiten, mit dem Pferd kommunizieren. Das heißt, an erster Stelle, wenn mein Pferd triebig ist, bringt es mir nichts, wenn ich mich obendrauf totackere und treibe und drücke und quetsche, um überhaupt vorwärts zu kommen. Das ist so das erste Grundproblem, weil man kommt in so einen Teufelskreis rein. Das war bei mir mit Castor genauso. Ich habe echt nach jeder Einheit und auch in der Einheit richtig gekeucht, obwohl ich ja mit vielen Pferden, die ich sonst am Tag reite, wirklich eine gute Grundfitness habe. Aber es war so anstrengend, und genau da ist schon der erste Fehler und der erste Punkt. Wenn ich es mir selbst anstrengender mache und dem Pferd anstrengender mache, wird es nur noch schlechter. Und ich mache das ja bei solchen Pferden gerne, dass ich mir einmal kleine Sporen mit ran mache, nicht um dem Pferd böse in den Bauch zu treten, dafür sind Sporen nicht da, sondern um eben mit Impulsen feiner zu kommunizieren. Dafür ist aber auch ein guter Grundsitz absolute Grundvoraussetzung, weil es bringt nichts, wenn ich mit einem unruhigen Schenkel ständig irgendwelche Hilfen gebe. Da sind wir schon beim nächsten Punkt, der da auch so mit reinschwimmt. Ich muss klar in meiner Hilfengebung sein, was ich von dem Pferd möchte, aber das kommt ja auf jede Situation an. Und ich reite ja sehr gerne zu Hause mit Dressurgerte, um einfach leichter auch meinen Schenkel zu unterstützen. Also es geht ja bei der Hilfe darum, das Ganze nochmal zu untermauern. Wenn eben der erste Impuls nicht angenommen wird, dann versuche ich das mit einem zweiten Impuls nochmal, weil es kann ja auch sein, meine Hilfe war gar nicht korrekt, dass das Pferd das gut umsetzen konnte. Aber dann kann ich einmal nur so ein kleines bisschen antippen, und er ist ja auch ein sehr, sehr sensibles Pferd, also mit so ein bisschen antippen reagiert der schon sehr, sehr gut, und mehr brauche ich da nicht. Nur um zu sagen, hey, da war mein Schenkel, sei bitte aufmerksam darauf. Und das funktioniert eben mit einer längeren Gerte leichter, weil ich sonst die Gefahr habe mit einer kürzeren Gerte, um überhaupt eben hier hinten anzukommen, hinter der Schabracke, dass ich da unbewusst so eine Parade in den Zügel reite. Naja, das einmal so am Anfang so zusammengefasst, diesen Leichtigkeitsgedanken mitzunehmen und alles so leicht und mit Impulsen zu denken und das so als Grundlage zu nehmen. Dann gleich eine Sache, die ihr zu jeder Schrittphase, die ihr am Anfang jeder Einheit ja sowieso macht, gleich mit einbauen könnt, ist am so komplett langen Zügel nur an den Schenkelhilfen und Gewichtshilfen. Hallo? Hallo Leica? So ein paar Linien zu reiten. Das müssen überhaupt keine korrekten Hufschlagfiguren sein oder sonst was. Also müsst natürlich gucken, dass ihr jetzt keinem in den Weg reitet damit. Ja, wenn ihr nicht alleine in der Halle seid, kannst du dich bitte konzentrieren. Der Boden ist jetzt wirklich nicht uneben. Aber eben von Anfang an viel weg von der Bande, viel frei in der Halle und sich darauf konzentrieren, wie meine Gewichts- und Schenkelhilfen am Pferd ankommen, wie schnell nimmt das Pferd das an, wie korrekt funktioniert die Kommunikation an der Stelle. Genauso auch jetzt einmal so zweiten Hufschlag, ganze Bahn, mit ganz langem Zügel nur über Schenkel ganz gerade auszureiten, dass das Pferd eben nicht unter mir wegschwimmt. Das sind so Sachen, die kann ich vor jeder Einheit zum Beginn, zum Warmreiten, zum Schrittreiten mit einbauen. Genauso kann ich das auch in den Pausen machen. Wenn ich jetzt einmal hier so abwende, kann ich einmal so eine Kehrtwolte mit einbauen,
Gut, und auch da immer mit kleinen Impulsen arbeiten, nicht drücken und quetschen, sondern vor allem erstmal vom Sitz anfangen. Ja, weiter. Gut. Brauchst dich hier nicht auf Lecker zu konzentrieren. Im Sitz beginnen mit der Hilfe, wirklich mit der genauen Kommunikation in sich reinzufühlen. Wo ist mein Sitz? Wie belaste ich gerade meine Sitzhöcker? Bin ich irgendwie verdreht, verkantet? Belaste ich mein Gewicht irgendwie in eine Richtung unbewusst falsch? Und dann so ganz viele. Klasse, sehr gut. Verschiedene Linien und eben auch überraschende Linien zu bringen, dass die Pferde immer wieder auf uns fokussiert sein müssen. Wenn ich jetzt den Fall habe, dass er zum Beispiel jetzt nicht von außen nach innen gut wenden würde oder sich vielleicht auch hier so ein bisschen ablenken lässt einmal am Ausgang und deswegen meine Hilfe nicht genau annimmt und ich mit meinem Gewicht, meinem Sitz, meinem Schenkel eben nicht rankomme, dann nehme ich gerne die Gerte so ganz, ganz leicht an die Schulter, einfach nur so als kleine Unterstützung. Gut. Dass ich ihn da einmal in der Schulter reinhole und so wie so Halsring quasi Zügel einmal eben immer von außen nach innen, dass ich denke, ich will nicht nach innen ziehen, sondern ich will ja von außen nach innen wenden, das so ein bisschen hier mit unterstütze. Sehr gut. Und das können auch erstmal so ganz große Linien sein. Das muss ja noch gar nicht so klein sein, wie Picasso das jetzt hier schon schön macht. Er kennt das ja natürlich auch schon, aber eben wie gesagt auch dieses ganz bewusste gerade ausreiten. Und dann, wenn das Pferd mal nicht ganz fokussiert leicht am Schenkel ist, dann mit kleinen Impulsen einmal kommen, dass ich sage, hey, da war eigentlich mein Schenkel und ansonsten habe ich die Gerte so ganz leicht nur so zur Unterstützung, entweder hier so hinterm Schenkel oder eben auch einmal so vorne nur so angetippt hier an der Schulter. Was ich auch ganz viel mit Castor jede Einheit mache und dann eben vor allem ganz viel gemacht habe, als ich da so vermehrt letzten Winter dran gearbeitet habe, ist, dass ich die Seitengänge in jeglicher Form von Anfang an so ein bisschen mit einbinde. Da geht es nicht darum, dass die Lektion jetzt ganz perfekt, ja, viereckssicher funktioniert. Ja, hier ist gerade ein bisschen stockend am linken Schenkel. Sondern es geht darum, dass er eben die verschiedenen Hilfen am Schenkel richtig annimmt. Also ich fange dann gerne an, dass ich so ein bisschen Schenkel weichen, Viereck verkleinern, vergrößern, so mache und auch gar nicht viel, sondern nur so ein paar Tritte. Ganz wichtig, dass ich ihn auch gerade wieder abfange und er mir dabei nicht über die Schulter wegläuft. Dann wieder so ein bisschen nach außen, nur ein paar Tritte. So, wenn er jetzt hier ein bisschen abgelenkt ist und sich eben nicht auf meinen Schenkel konzentriert, einmal nur so dieses Antippen. Das ist nur hier, dass ich sage, hey, da ist mein Schenkel gewesen. Und eigentlich sollst du dich auf mich und nicht auf die Umwelt hier konzentrieren. Mein schwächerer Schenkel ist auch der rechte Schenkel. Deswegen muss ich da umso konzentrierter auch auf mich sein. Immer schön den Vorwärtsgang auch drin behalten. Wieder ein bisschen umstellen. Einmal wieder vom linken Schenkel weg. Und wieder gerade abfangen. Das ist so das, was ich ganz am Anfang immer wieder mit einbaue und auch so in die Schrittpausen, wenn ich dann aus der Pause heraus wieder anfangen möchte zu arbeiten, mache ich da auch immer so ein bisschen Seitengänge. Oder genauso ganz wichtig auch für ihn, dass ich den äußeren Zügel richtig stabil bekomme. Also, das ist jetzt ein bisschen träge hier. So ein bisschen Schulter herein, auch wenn der Schritt jetzt so ein bisschen leidet darunter. Am Anfang ja eh so ein bisschen zäh, der Kollege, geht es erstmal, ja gut, darum, dass ich die Schenkelhilfen da gut ranbekomme in diese Seitwärtsbewegung. Was ist denn hier? Da ist gut. Und dass ich da eben immer wieder, wie genauso am Anfang, an diesem ganz langen Zügel links, rechts, auch wieder die Schenkelhilfen einfach für den Seitengang ranbekomme. So, jetzt hole ich mir die Schulter wieder so ein bisschen rein, sitz rechts, treib schön rechts ran, mein linker Schenkel, komm, fängt das aber immer außen so ein bisschen ab. Genau, gut. Auch wenn der Schritt jetzt so ein bisschen langsam wird, ist das erstmal nicht dramatisch. Das Ganze natürlich immer auf beiden Händen, aber der Kürze halber mache ich das jetzt einmal hier nur
mit dem Fokus immer auf einer Hand. Genauso für ihn eine super Übung, ein bisschen Travers jetzt hier an der langen Seite. Natürlich kommt das auch immer darauf an, wie ist der Ausbildungsstand des Pferdes, des Reiters, des Reiterpferdpaares. Aber das sind alles so Sachen. Ja, komm, am Tor findest du es gerade sehr spannend, ne? Vergisst er immer so ein bisschen seine Füße. Ja, dann nehme ich mir jetzt einmal an der nächsten langen Seite. Gut, die Kehrte nach links, weil ich ja mit dem linken Schenkel gerade die Hinterhand nach rechts bekommen möchte. Ja, nicht eng machen, Schatz. So ist gut. Also muss ich jetzt schon rechts sitzen. Wir haben so den linken. Ja, gut. Ups. Schenkel ein bisschen besser annehmen. So, jawohl. Jawohl. So ganz leicht. Gleich mal wieder gerade stellen. Zur Korrektur direkt noch mal kurz hier so ein bisschen die Schulter reinholen. Gut, genau. Weil passiert ja beim Travers schnell, sehr gut, dass die Schulter dann so ein bisschen nach außen rutscht. Das soll sie nicht. Die soll ja schon gerade auf dem Hufschlag bleiben. Deswegen ist die Kombination Travers-Schulter herein immer eine gute Sache. Aber so bekomme ich den eben ganz fein, nur in der anfänglichen Schrittarbeit schon an den Schenkel dran. Gut so, jawohl. Nur so kurze Einheiten, wieder gerade richten. Schulter wieder rein, komm. Hey. Gut so, jawohl. Gut. Und das habe ich jetzt gar nicht in meiner Liste so aufgeführt, wird mir gerade beim Reiten aber bewusst. Deklarieren wir das einfach als Extra-Tipp, dass man die Stimme sehr gut als Unterstützung mit einsetzen kann. So ein bisschen mit dem Schnalzen. Das Schnalzen heißt jetzt nicht immer schneller, sondern es heißt vor allem so dieses Hilfe annehmen, Motor ansetzen für mich, dass die Hinterhand aktiver wird. Aber ganz wichtig, dass dabei auch dosiert damit umgegangen wird. Also es bringt nichts, wenn ich jeden Tritt schnalze und hin und her und vorwärts und es kommt nichts, sondern dieses Schnalzen will ich ja dann im besten Fall auch ganz gut, ganz bewusst einsetzen können beim Parcoursreiten, beim Turnierreiten und so weiter. Und das bringt ja nichts, wenn das für das Pferd dann gar keine Bedeutung mehr hat. Eine schöne Übung, die ihr auch einfach in das ganz alltägliche Training mit einbinden könnt. Hey, vorne bleiben. Bezieht sich auf die Übergänge. Und zwar ist ja vor allem da schon ganz oft ein Problem, dass schon diese Übergänge so von Schritt zu Trab, in dem Fall, jetzt, was ich euch als Beispiel gebe, so losgetrottet sind und nicht zack, einmal schön angetreten. Und deswegen könnt ihr da ruhig schauen, dass ihr diese Übergänge erstens natürlich schön vorbereitet, genau an einem Punkt reitet. Das muss jetzt nicht zwingend einen Zirkel, einen Bahnpunkt sein oder so, aber eben an dem Punkt, den ihr euch vornehmt, dass es dann wirklich auch am Punkt ist, da auch selbstkritisch sein und dass die Übergänge ruhig so schnell sind. Also das wird natürlich auch mit der Zeit einfacher, die schneller zu reiten. Da könnt ihr erstmal anfangen, so zum Beispiel jetzt so im Viertelrunden-Takt, dass ihr sagt, okay, ich trabe jetzt gleich einmal hier bei A an, parier bei B wieder durch, parier bei trab bei C wieder an, parier bei E wieder durch und so Stück für Stück die Abstände dann verkürzen zu diesem Antraben. Was ich mit Castor gerne mache, um das wirklich so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, ist, der ist jetzt nicht ganz perfekt in der Anlehnung dabei, weil ich das gerne mache, wenn ich vor allem so ein bisschen mehr Motor spritzig bekommen will vorm Springen. Da ist mir das ja nicht so wichtig, da kann der auch ruhig ein bisschen höher sein. Deswegen wundert euch da nicht. Hätte er jetzt auch noch nicht viel wieder gemacht durch meine Verletzungspause. Das muss alles noch so ein bisschen stabiler und konstanter wieder werden. Aber, dass ich das ganz schnell versuche. Wirklich, ich gehe jetzt hier einmal so auf Mittelzirkel und der soll nur antreten.
Wenn er sich jetzt dabei raushebt, ist jetzt nicht ideal. Gut. Aber ist nicht so schlimm. Weil ich möchte nur diesen Moment. Gut, ja. Da will er mir auch gleich angaloppieren, weil er das schon kennt. Ja, gut. Ja, ein bisschen träge. Gut, genau. Geht mir wirklich darum, auf dieses leichte, diesen leichten Impuls am Schenkel, wenn er da nicht reagiert, einmal so ein bisschen mit der Gerte mit antippen, einmal dieses Schnalzen. Gut, was siehst du jetzt? Ja, genau, da habe ich ihn einmal so ganz leicht angetippt. Jawohl, gut. Wichtig ist, gut so. Auch immer wieder kurz unterbrechen die Übung. Die lernen das nämlich und wollen das dann schnell mal vorwegnehmen. Entweder einmal weiter traben oder weiter dann auch Schritt gehen lassen, wenn man so kleine zackelige Pferde hat. So, das Ganze gleich nochmal. Erst klaren Schritt gehen lassen. Erst soll er wieder schön durchatmen. Dann nehme ich mich selber auf. Und gleich wieder Schritt. Nur so. Gut. Ja, ja. Guck da raus. Ja, super. Gut. Wenn er das jetzt gut gemacht hat, erstmal wieder kurz Pause. Also, ich glaube, ihr versteht das Prinzip, was ich dahinter meine. Dass einfach diese Leichtigkeit mit so schnellen Übungen, mit so ganz feinen Hilfen dann kommen soll. Ich zeige euch das jetzt einmal kurz im Galopp. Galopp ist ja sowieso seine Lieblingsgangart. Und was ich da bei solchen Übergängen innerhalb der Gangart ganz wichtig finde, ist, dass die... Ui! Okay! Dass die schön zackig angenommen werden. Also der soll jetzt eigentlich gar nicht so die ganze lange Seite. Ja, sehr gut. Und schon wieder zurück. Gut. Dass ich wirklich so vorwärts, rückwärts und nicht, wie ich es dann zum Beispiel in der Aufgabe brauche, so schön entwickeln lassen. Klasse. Zum Beispiel über so eine Diagonale oder so mit Mitteltrab. Upsala. Sondern vorwärts, rückwärts. Das Rückwärts wird dann auch noch ein bisschen schneller, wenn ich ihn mehr gearbeitet habe. Das ist jetzt noch so ein bisschen langsam. So, nicht jede Runde. Jetzt nimmt er mir das auch vorweg. Sehr gut. Auch hier immer wieder so leichte Seitengänge, so Tendenzen einbauen, dass ich immer wieder die Schulter kriege. Aber jetzt einmal so ein bisschen und zurück. Der war nicht ganz so gut, Schatz, der geht besser. Also nehme ich mir jetzt einmal so ein kleines bisschen zur Unterstützung die Gerte mit. Gut. Also Bock hat er ja. Besser, ja gut. Und wieder sitzen. Ganz viel am Sitz. Ganz wenig Zügel. Und wieder zurück. Sehr gut. Gut so. Also das kann noch akzentuierter sein, dass noch mehr dieser Punkt vorwärts, Punkt rückwärts ist. Aber wir haben gerade angefangen. Er ist nur ein bisschen locker warm geritten und das kann noch deutlich besser sein. Aber so vom Prinzip her arbeite ich dann eben, dass ich wirklich auf kleinste Hilfen vor, zurück. Genauso dann eben auch auf verschiedenen offenen, gebogenen Linien und so weiter das Ganze habe. Dass er sich jetzt nicht die ganze Zeit an der Bande anlehnt, ist aber fürs Warmmachen erstmal leichter. Ich merke so beim Reiten, dass ich euch noch viel, viel mehr zu dem Thema erzählen könnte. Aber ich habe mich ja auf meine eigentlich Top 5 Tipps
hier beschränkt. Deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal an der Stelle von euch. Ich werde auch demnächst nochmal so ein komplettes Trainingsvideo mit Castor für euch drehen. Das hatte ich letztens schon mal probiert, da hat nur leider der Pivo-Akku nicht mitgemacht. Aber das ist eigentlich eine ganz coole Sache, um da mal so ein bisschen Einblick auch in die dressurmäßige Arbeit zu bekommen. Und ja, Dressur kann man auch im Springsattel reiten. Das schließt sich nicht aus, es gehört genauso dazu und muss zwischen den Sprüngen ja immer abrufbar sein alles. Und ja, wir sehen uns am Samstag zu einem neuen Vlog wieder. Ich freue mich, wenn wir zwar dann erst zur Hallensaison hin, aber dann auch wieder auf Turnier durchstarten werden. Da will ich jetzt einfach ein bisschen mehr noch wieder Routine aufbauen nach der Pause jetzt und dann starten wir auch wieder durch. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Gelassenheitstraining inklusive hier.